Teddybear Reloaded 2.9 Malte und Fred. Es war nur ein böser Traum. Ich bin erwacht. Malte hat nur einen Scherz gemacht. Er war gar nicht tot. Er war nur auf Reise. Ich lag zu Hause und mir ging es doch so scheiße. Hab meinen Job verloren wegen lauter Depressionen. Aber egal, jetzt muss ich zum Bahnhof Malte Torben abholen. Husch, freu! Ha! Ich wedete mit einem weißen Tuch. Hier bin hey, ich! Ich bin wieder hier. Es geht mir gut. Zu Hause angekommen, zog ich meine Botten aus und holte Fred erst aus seinen Klamotten raus. Geil wär's. Wir verbrachten eine schöne Nacht, haben uns morgens Spaghetti Bolognese gemacht. Lecker, lecker. Der Einkauf musste getätigt werden. Malte wollte Käse. Er war so lange weg, er sah schon aus wie ein Chinese. Chinese bin. Ni hao! Kleiner Asiat. Sie ist Fendt. Wir schlenderten rüber zu Rewe, doch vergaßen, dass Feiertag ist. Ach ja, ich gibt's doch kein Käse, sondern den Rest Spaghetti Bolognese. Oh, das ist lecker. Das war auch nicht gut tut für die Figur. Geschmack umfassen. Die Spaghetti waren schlecht. Malte kippte um. Ich pustete sanft Luft in seinen zuckersüßen Mund. Mal wieder wurde der Notarzt gebraucht. Ich habe schon 20 Zigaretten geraucht. Schmau. Angst um Fred hab. Denn das ging Fred ziemlich aufs Herz. So war schon. Er kippte auch um, welch ein Schmerz. Wir teilten uns ein Krankenzimmer und genossen gemeinsam unser Herzgewimmer. Traurig bin. Zwei Wochen später wieder mit Malte daheim. Dann aßen wir einen Döner. Das war fein. Lecker, lecker. Wir schlemmten, was das Zeug hält, bis mir etwas Schlimmes einfällt. Ich hatte mich in einen anderen verliebt. Ich wusste ja nicht, dass Malte noch lebt. Gott, oh Gott. Traurig bin. Ich war außer Rand und Band. Nichts konnte mich mehr halten. Ich wollte Fred nur noch den Arsch aufreißen. Mein Herz pochte, mir wurde speiübel. Ich musste mich erstmal übergeben und unsere alte Rewe-Tüte. Na klasse, nun hab ich die Warriors an den Hacken. Mensch, muss man ständig ins Höschen kacken. Schön, Finn. Kackstreifen ab. Doch für mich war es kein Spaß mehr. Es war purer Ernst. Ja, es war mein Ernst. Mein Herz empfand ich nur noch Trauer und Schmerz. Wo ist die Tür? Bös bin. Nicht toll, Finn. Vor lauter Angst wusste ich nicht weiter. Nee. Flüchtete zu Tunnelklause und trank mich dort heiter. Schnell hin. Doch Malte spürte mich auf. Natürlich. Nahm mich mit nach Haus. Ich verspürte Panik. Welch Angst ich doch hatte. Ich sprang vor ein Auto. Mir war es doch Latte. Mir Hoppa. Auch. Klatschpeng, aua. Erne miaute die ganze Nacht. Miau. Warum hat Malte nur mit Fred Schluss gemacht? Doch ich verzeihte ihm alles, war wieder im Lot. Und heute leben wir gemeinsam auf einem großen Boot. Tut. Nächster Halt, unsere Liebe lodert wie ein großes Feuer. Malte bestellte Champagner und es wurde richtig teuer. Martin. Doch zur Feier des Tages ließen wir die Korken knallen, blop, blop. Bis die Warriors kamen. Achtung, das ist ein Überfall! Hey. Nun saßen wir wieder in einem Haufen voller Scherben und fingen ganz von vorne an. Aber an die Liebe von mir und Fred kommt wirklich keiner ran. Nee, keiner. Niemals. Schwul bin. Nur Fred und Meld. Fred's for life. Yes. Wir wollen noch ein paar Leute grüßen. Zum Beispiel Porky. Einzi. Tilly. Walburga. Und wen auch immer noch. Tschü. HDL. Hoffel.